Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete! Extra 3 hat vor einigen Jahren mal gesagt, die AfD habe 2 Flügel. Der eine ist für die reichen Deutschen und der andere für das Deutsche Reich. Es zeigt sich zunehmend, dass die beiden Flügel zusammenwachsen und die AfD insgesamt für beides steht. Menschen in Armut oder mit geringem Einkommen haben von dieser Partei nichts, aber auch gar nichts zu erwarten. Meine Kollegin Annika Klose hat das eben schon großartig dargestellt. Den anderen Antrag hat eben Max Straubinger gut auseinandergenommen. Deswegen kann ich mich darauf konzentrieren, was die Ampel gegen Armut gemacht hat und was wir noch vorhaben. Das ging sogar ohne Absprache. Sehen Sie, so gut funktioniert das in der Ampel, dass wir sowas ohne Absprache hinkriegen. Was wir gegen Armut vorhaben, das ist nämlich bitter nötig, weil wir haben seit Jahren eine Rekordarmut in Deutschland und die Ampel handelt, um diese Zahlen endlich zu senken. Das fing mit der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro an. Das war ein wichtiger und großer Schritt, um Lohnarmut zu verhindern. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Die letzte Entscheidung der Mindestlohnkommission gegen die Stimmen der Gewerkschaftsseite, den Mindestlohn nur ein bisschen anzuheben, bedeutet für uns Grüne, dass wir das Mindestlohngesetz nachbessern müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht eine Seite einfach überstimmt werden kann. Und wir müssen eine stärkere Vorgabe machen, dass der Mindestlohn sich an 60% des mittleren Lohns orientieren muss. Denn es darf nicht sein, dass eine Person, die Vollzeit arbeitet, einen Lohn unter der Armutsgrenze bekommt. Der Mindestlohn ist aber nur die Untergrenze der Löhne. Deswegen ist es wichtig, die Tarifbindung erhöhen. Und auch da handelt die Ampel, und wir werden bald ein Tariftreuevergabegesetz vorlegen, mit dem wir die Tarifbindung erhöhen. Und wir hoffen, dass dieser Gesetzentwurf bald kommt, weil wir brauchen insgesamt höhere Löhne. Armutsfeste Löhne sind das eine. Wir müssen aber auch die soziale Sicherung armutsfest machen. Statt Arbeitslosengeld II gibt es jetzt das Bürgergeld. Für uns ein wichtiger Schritt zur Überwindung von Hartz IV. Wir haben den Vermittlungsvorrang abgeschafft. Wir haben Qualifizierung und Weiterbildung gestärkt. Und wir haben die Möglichkeiten erweitert, vor allem junge Menschen besser zu unterstützen. Mit dem Bürgergeld verbessern wir die nachhaltige Vermittlung in gute Arbeit und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Überwindung von Armut. Wir haben aber auch die finanziellen Leistungen verbessert. Wer sich weiterbildet, bekommt bis zu 150 Euro Weiterbildungsgeld im Monat dazu. Kinder haben einen Sofortzuschlag von 20 Euro im Monat bekommen. Jugendliche dürfen mehr Geld von ihrem Einkommen behalten. Und für Erwerbstätige gibt es bis zu 48 Euro im Monat mehr. Damit, liebe Abgeordnete aus der Union, haben wir nicht nur mit dem Mindestlohn, sondern auch mit dem Bürgergeld den Einkommensabstand zwischen denen, die arbeiten, und denen, die weniger arbeiten, erhöht und nicht verringert. Hören Sie endlich auf mit Ihren Falschaussagen aus anderen Debatten. Aber wir wollen da nicht stehen bleiben. Wir wollen noch weitermachen. In einem weiteren Gesetz wollen wir dafür sorgen, dass Erwerbstätige noch mehr Geld von ihrem Einkommen behalten dürfen, wenn sie ergänzend Sozialleistungen beziehen. Wer mehr arbeitet, muss das auch auf dem Konto spüren. Für uns ist das eine Frage der Gerechtigkeit. Und die Grüne wollen in diesem geplanten Bürgergeld-Ergänzungsgesetz die Arbeitsmarktinstrumente vor allen Dingen für Langzeitarbeitslosigkeit weiterentwickeln und so noch stabilere Brücken in den Arbeitsmarkt bauen. Derzeit arbeiten wir aber vor allen Dingen an dem größten sozialpolitischen Projekt dieser Regierung, der Kindergrundsicherung. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das ist ein Skandal, den wir überwinden müssen, denn Kinder sind unsere Zukunft. Mit der Kindergrundsicherung schaffen wir, dass die Berechtigten endlich auch die Leistungen bekommen, die ihnen zustehen. Denn heute ist das System so kompliziert und die Hürden sind so hoch, dass viele Menschen die Leistungen gar nicht in Anspruch nehmen. Das wollen wir ändern. Wir wollen von der Hohlschuld der Menschen zu der Bringschuld des Staates. Berechtigte sollen vom Staat informiert werden, dass sie einen Anspruch haben. Und damit nicht genug. Wenn Sie dann einen Antrag gestellt haben, soll sich der Staat um die Einkommensnachweise kümmern, die häufig ja schon irgendwo digital vorliegen. Allein diese digitale Infrastruktur und den Datenaustausch zwischen den Behörden aufzubauen, ist eine Mammutaufgabe. Wir aber finden, dass sich das lohnt, damit das Geld endlich bei den Familien ankommt.
Last but not least, die Ampelkoalition hat sich zum Ziel gesetzt, die extremste Form von Armut in Deutschland, die Obdachlosigkeit, bis 2030 zu überwinden. Das Ministerium für Wohnen arbeitet derzeit an einem nationalen Aktionsplan, wie das gelingen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Ausstellung im Paul-Löbe-Haus hinweisen. Die Künstlerin Deborah Ruppert hat Obdachlose porträtiert, die ihre Obdachlosigkeit überwunden haben. Ich danke meiner Kollegin Hanna Steinmüller, dass sie diese Ausstellung im Bundestag möglich gemacht hat. Und ich empfehle allen Abgeordneten, diese Ausstellung anzuschauen. Sie ist wirklich sehenswert. Sie sehen, die Ampelkoalition hat sich viel vorgenommen, um Armut in Deutschland zu verringern. Reicht das? Nein, das reicht natürlich nicht. Wir Grüne haben noch ganz viele Vorschläge, wie man Armut noch deutlicher beseitigen kann. Ich habe aber nur noch 10 Sekunden. Das reicht nicht, um das darzustellen. Jetzt sind wir erst mal dabei, das aufzuholen, was 16 Jahre lang versäumt worden ist. Auch beim Thema Verringerung von Armut handelt die Ampel, und wir schaffen es, Armut zu reduzieren. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Matthias W. Birkwald für die Fraktion Die Linke.